Das kann man kaufen. Das kann man kaufen. Ich bin immer noch am Verkaufen. Das ist gut. Sammle sie alle. Sammle sie alle. Sehr gut. Und jetzt noch ausrüsten. Vielleicht bei einem von meinen Automaten? Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie alles kugelsicher. Dahl-Sniper. Vollautomatik und 4 Schusssalve. No, das nehme ich mal mit. Da. Du brauchst mehr Platz. Dann weiß ich die Lösung. Speicherdeck-Upgrade. Ich hab dir dein neues SDU installiert, das du gerade nicht hingesehen hast. Kein Grund mir zu danken. Wenn du dir die Taschen füllst, ja. Ist das eine Pistole? Das will ich. Ich behalte mal ein paar Sachen, ne? Hallo, was machst du da? Der Geier hat schon. Du, ich kann ja selber herstellen. Wie viel hast du denn noch? Wie viel Iridium? Knapp 1000. Ich kann mal ein paar Mal drücken. 1000 Zone. Ich kann es rein theoretisch noch 127 Mal machen. Ja, ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber. Ja, schon so einmal oder so. 5-mal geht noch, hä? Aber Legendary ist noch keins raus. Was war das? Okay, das war Lila. Legendary ist noch keins rausgekommen, ne? Same. Nee. Alter. Diese Tracker-Scheiben, gell? 1074x5. Da. Nee, da hab ich ein besseres tatsächlich. Das war das hier. Diese war das diese Pistole? Nee. Diese Pistole war's. Okay, jetzt sammle ich erstmal alles ein. Ich glaube, ich hab mein Sniper aus dem verkauft. Aber das war eh scheiße. Kannst zurückkaufen. Aber wenn scheiße war, sehe ich, ja, zwei ist nicht so. Das Inventar kommt und geht. Nur Geld bleibt ewig. Eine Pistole, ein Raketenwerfer. Und das MG, das lang verkommen. 3 Schüssen. Was hatten wir eine? Sehr schön. Das werden, ich finde bestimmt hier wieder eine, die gut ist. Was ist das denn? Ist das ein MG? Nee. Das hat meine. Ah, okay. So. Mal nochmal. Ach, oh je. Das ist ein MG! Da haben sie uns das richtige Spielzeug gegeben. Hä? Da haben sie uns gerade das richtige Spielzeug gegeben. Ja. Das ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das war nett. Nein, wie heißt es doch gleich? Erträglich. Das nehme wohl besser ich. So viele Sachen von da. Was ist denn das? Ist das ein Revolver? Ja. 969 Schaden. Das Inventar kommt und geht. Nur Geld. Vollautomatik. Amazonen, das macht 300. Das ist besser als das hier. Ach, das ist ein MG? Hä, das sieht aus wie ein. Das hat genau dasselbe Ding wie ein Snipergewehr. Wie kann das MG sein? Tedior. Ich frag es gar nicht. 400. Nein, ich hab's verkauft. Fuck. Egal. Oh. Das ist eh besser. Mein Lieblingskunde. Er sagt mein Lieblingskunde. Ich glaube, ich bin sein einziger Kunde. Ja, jetzt hat er keine Kunden mehr, weißt du, weil. Freunde von dir. Ja, regelt das halt schon. Ich kaufe jetzt mal das Speicher-Upgrade für 700.000, ne?
Dahl voll Automatic Snipers. Heb ich mal auf, so. Das war keine Crit-Zeug drauf. Das nächste Speicher-Upgrade kostet 2,1 Millionen. Das ist das letzte. Naja, 1,1 Millionen habe ich ja jetzt noch. So. Mehr Taschen, mehr. Vollautomatik. So, das. Warte mal, Schrotflinte. Hab ich ausgerüstet. Jetzt habe ich noch ein MG. Ein MG-Platz frei. Nein, ich hänge fest. Ja, weil der NPC mich. Ja, der hat mich freigegeben wieder. Ich nehme die Pistole. Ich habe jetzt nur noch drei Waffen von Dahl und eine von Jacobs. Kammerjäger, hast du die Locke von Typhons Haar dabei? Ich weiß. Schlecht. Das Ende des Universums. Was machst du hier für Sachen? Ich will auch mitgucken. Aha! Geht nix. Noch nix. Ava, magst du mir helfen? Guck mal, eine neue Schrotflinte. Wie funktioniert das? Ein neuer Sniper. Das ist Gefühlssache. Hier. Oh, ich will auch mitmachen. Eklig. Schmeckt das nach Oliven? Ich dachte, es wären saure Gurken. Es hat funktioniert. Direkt wegnehmen. Hey, Pisser. Woher wissen wir, ob diese Maschine auch das tut, was sie tun soll? Ey, die glüht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Die Maschine hat in der Vergangenheit schon einmal funktioniert und vor Jahrtausenden den Zerstörer im Inneren von Pandora eingeschlossen. Wenn Tyrene aussaugen kann, wird sie vielleicht wirklich zu einem Gott. Was ist schon ein Gott? Außer dem mächtigsten Wesen im Universum. Entweder das hier klappt, oder wir sind alle am Arsch. Wie viel Schaden hat dein Autosnipen? 1000. Ich hab ein neues MG von da. Leider keinen irgendwie Crit-Bonus oder irgendwas. Das muss ich mal gucken. Man hat auch nur Waffen so. Ich hab ein neues Dahl MG, neues Dahl Sniper und eine neue Dahl Pistole. Und eine Jacobs-Schrotflinte. Mit drei drei Munition pro Schuss verbraucht die. Die Kante der Einsamkeit. Hatten wir da eigentlich schon alles? Hallo auch. Hatten wir. Wo müssen wir denn hin? Warum zeigt ihr mir das nicht an? Oder hast du eine andere Quest gewählt? Nee. Wir sollen nur zur Kante der Einsamkeit. Du bist in einem Menü. Ja, du bist auch in einem Menü. Achso. Desolations-Edge. Okay, wir können gucken. Auf jeden Fall am Start. Ja, so kann man ab und zu mal ein bisschen was rauszwiebeln. Ja. Also ich habe... Die Waffen sind langsam wieder scheiße. Ich habe insgesamt ungefähr 1,2 Millionen gemacht durch die ganzen Waffen. Es gibt hier eine Quest. Du wolle was. Es lebt. Ich hänge auf diesem Felsen mit einem grummeligen Typen fest, dessen Name unwichtig ist. Ja. Also will ich einen neuen Roboterfreund. Für den Bau brauchen wir ein paar Teile. Leih dir ein paar von Maliwan. Na gut. Maliwan. Die hat keinen, oder? Ne. Packst du einfach in den Safe, wenn du einen neuen Charakter machst, und dann geht's ab. Steck den letzten Kammerschlüssel rein. Ja, sollen wir das jetzt machen oder erst? Sollen wir erst die Quest hier machen? Wenn wir schon gerade da sind. Verstehe. Jetzt ergeben die Verbindungen zwischen den Kammern einen Sinn. Jetzt kommt noch eine größere Loot, keine Ahnung. Die kann dann Bosse rausschießen. Teiltaufende Sterne, das klingt schon so. Das klingt schon nach Endboss irgendwie. Ja.
Der Scheiterhaufen der Sterne. Können wir einfach nicht mit der Lootkanone auf den Boss schießen? Macht das auch Schaden? Nee. Hast du es probiert? Ah, okay. Schon recht großes Gebiet, also geht ha? Ja, was haben wir denn hier? Eine legendäre Jagd und einen Claptrap. Guck mal, wie der rennt! Guck, wie der rennt! Aber es braucht wohl eine planetengroße Maschine. Guck mal, der geht ja richtig ab. Ja, hat er gesagt, es ist einfacher, wenn man ein kleiner, hässlicher, schlauer Mann ist. Ah, oh, hier ist wieder zum Verkaufen. Wäre doch nur mein Inventar voll. Mal auf den Dreck. Hund da, hier. Die Musik. Ah. Geht natürlich direkt alles erkunden. Ich strahle. Das macht sie schon die ganze Zeit. Faszinierend. Vielleicht haben Sirenen bei der Konstruktion dieser Maschine geholfen. Weißt du was? Du erinnerst mich an Leda. Halte mich, Kammerjäger. Ich falle in Ohnmacht. Hä, die steht doch auf den. Ein Jahrzehnt Zeit, um diese Maschine zu studieren. Ihr Entwurf ist denkgasmisch komplett. Aber die, das war mir schon, als ich das erste Mal gesehen habe, dass die so ein bisschen auf ihre Leute steht. Alle Level den Arsch. Okay, siehst du den Turm da hinten? Ja. Das ist die Prüfung oder sowas. Interessant. Jetzt müssen wir wohl die restlichen Schlüssel den Wächterstatuen opfern. Dann entzieht die Maschine den Kammern auf diesen Planet Energie und versiegelt Pandora. Jo, was geht da ab? Zu den anderen Statuen, Kammerjäger. Beeil dich. Der Turm ist modiert. Nächster Halt. Achso, wir müssen jetzt von Kammer zu Kammer oder was? Zum Glück habe ich meiner Tochter die von diesem Ort erzählt. Er hat doch gesagt, auf zu Promethea. Die Eridianer kenne, gibt es hier sicher ein paar Wächter. Ja, das one-shottet die schon fast. Die Schrotflinte. Nicht heute. Totengräber. Du kannst dich freuen. Der Teufel, der hilft mir, der kämpft mir. Ja, das ist immerhin Kammerjäger, ne? Der Erste. Werfe Granate! Der hat zwar gesagt... Oh mein Gott. Und was gibt's hier oben? Ach, das ist... Achso, das ist der Prometheus-Sockel. Ich dachte, wir müssen jetzt auf Promethea laufen. Also nah dahin reisen. Jetzt müssen wir noch einen Sockel. Nee, wir müssen immer von Stück zu Stück laufen. Ja, stimmt, genau. Und immer die ganzen Kammern aktivieren. Das, wir sind quasi aus, weißt du, verbunden mit jeder einzelnen Kammer. Wie so ein Portalnetzwerk. Frage ist, was passiert? Ja, das ist dafür da, um die Maschine halt wieder einzuschalten. Damit die den Zerstörer wieder einbehält. Hier ist eine Waffenkiste, ne? Tja. Warte mal, hier hinten geht's nein irgendwo. Hier geht es rein. Ein Kanal. Irgendwas gibt's doch hier. Headwrap oder so. Nee. Nix oder? Gut, eine Waffenkiste. Aber nichts, was wir suchen. Nur grünes Zeug, da geh ich gar nicht dran. Mindestens lila. Mindestens.
Als Herr Walter auf Rüstgranate. Hä? Du auch, Rüstgranate. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber man kriegt viel bessere Sachen aus dieser scheiß Kanone raus, als man hier findet. Ich meine, der ist zwar schnell, der Reifen, aber guck mal. Ja, der hat kurze Beine. Da kann der nicht so schnell. Also. Wir müssen auch bald Ende machen, gell? Ja. Am besten bevor dem Endfight dann. Wir müssen wohl diesen Schalter benutzen. Ach nee. Hey, ich bin noch hochge. Echt jetzt? Ja, weil der da nicht hochspringen kann. Auch die Peitsche, vielleicht kriegen wir die. Das wär's natürlich, ne? Hallo. Hey, wo kommt. Ach, das sind Fanatiker. Stimmt's, Papst? Sag Hallo zu meiner neuen Familie. Komm schon, sie weiß, dass wir hier sind. Wir müssen uns sputen. Wir hätten die Kollegen nicht holen sollen. Der Kollegen? Was? Wenn jetzt die Maliwan den Typen noch nicht mal aufhalten können. Sonst können doch nicht mal den ihre die scheiß Wächter von den Aliens aufhalten. Was sollen die überhaupt? Schicken die irgendwelche Psychos oder so, ja. Ja. Die halt einfach platzen, die uns sind. Schieß einfach nur rein. Da wo irgendwas ist, da schieße ich hin. Hey, hier ist ein Legendary gedroppt hinter mir. Ja. Hä? Oh, ich hab den nicht gesehen. Piss dich. Warte mal kurz. Wenn du mit meinem Ort habe ich sie getötet. Totaler Scheißdreck. Um eine Maschine anzutreiben. Sollte es mich beruhigen, dass sie bis in alle Ewigkeit in ihrem Herzen pulsieren werden? Ewiges Vergessen wäre vielleicht gütiger gewesen. Heiliger Strohsack, sieh dir das an! Abflug! Hier lang, na los! Das ist die nächste Kammer. Fehlen noch zwei oder einen. Die Maschine hat bald genug Energie, um Pandora zu versiegeln. Weiter so. Noch eine Kammerjäger. Hier lang. Sei vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht versiegelt wird. Wow. Ciao. Ich will einfach weg. Hä? Glaubst du? Jerry, du weißt nicht, was du da tust, Sternchen! Das hier ist ein Claptrap und eine Waffenkiste. Er frisst Sterne! Nicht, wenn ich VR Onika hat mir eine Nachricht gesendet. Ich glaube, wir haben alle Claptrap-Teile. Ja. Wenn mir VR Onika eine Nachricht. Honecker! Erich Honecker hat mir eine Nachricht geschickt. Hey, was ist denn. Ah! Was passiert hier? Ich verstehe nicht. Warte mal kurz. Ganz ruhig. So. Der Babymaker. Oh mein Gott. Ist auf jeden Fall. Kennst du den noch? Babymaker? Ja.
Das war eine Waffe aus dem zweiten Teil. Was macht der? Der kann schießen. Hey, warum hab ich den zweimal in meinem Inventar? Deswegen brauchst du einen Babymaker, ich hab durch den Bug zwei bekommen. Weiß ich, sehr gut. Also es ist eine Pistole. Kryo-Effizienz 100%. Macht 562 Schaden. Und das ist halt so ein Ding, was du hinwirfst und was da stehen bleibt. Also, es sind mehrere, die da stehen bleiben, ne? Meins ist es jetzt nicht unbedingt. Warum auch immer ich zwei davon habe, oh Gott. Hä? So. Was ist das jetzt hier? Was für... Uns fehlt noch eine legendäre Jagd. Der nächste. Dahl hat mir was geschickt. Dahl, du bist vielleicht die Beste. Schickt mir was Gutes. Jacobs hat mir was geschickt. Naja, geht so. Ah, naja. Wir müssen wohl beide Schalter zusammen betätigen. Ein Klassiker. Schon gut. Ende der Welt. Ich konzentriere mich. Das ist ein kleiner Mini-Goliath. Er mutiert! Ah! Gucken die an! Boah, der macht Schaden, Alter. Oh, hier drinnen ist eine Spezialkiste. Eine Spezialwaffenkiste. Ja, nein, nein, wirklich nicht. Wie, wirklich nicht, das muss ich mir aufmachen. Ja, nee, wirklich nicht. Okay. Direkt, ich muss da nicht mehr hingehen, so der Kiste. Ich sehe, dass es alles nur grüner Stuff ist. Hey. Okay. Bäde ist Hexe. Mach sie tot. Yep. Meinst du so? Oh, nett, wa?